Nach 5 Spielen in der Tennisbank AG Volley League ist die Spielgemeinschaft VCA Amstetten Niederösterreich Hot Volleys ungeschlagen und hat sich damit den 2. Platz in der Tabelle gesichert. Nur ein Punkt fehlt ihnen auf den Liga-1. Eichtob, der dieses Mal zu Gast ist. Amstetten startet mit einer Wucht ins Duell, zieht punktemäßig davon und sichert sich die 2. technische Auszeit mit 16:11. Danach geben die Gastgeber ihre Stärke tröpfelweise ab und holen noch 4 Punkte. Dann ist aber Schluss, denn Eichtob gleicht auf 20:20 aus. Bei 24:21 dann Satzball für Landfahrer und Co. Der geht leider ins Out. Auch Drüthan schafft den Angriff nicht und setzt den Ball außerhalb des Spielfelds. Erst ein Servicefehler durch Eichtob bringt den ersten Satz für die Amstettener mit 25:23. Eichtob spielt dominant in den 2. Satz. Amstetten versucht nur mit Mühe dagegen zu halten. Die Gäste aus Kärnten locken deshalb auch nach einem verpatzten Angriff durch Landfahrer bei 3:8 ein. Ein starker Block des Eichtob-Kaders lässt kaum Punkte für die Gastgeber zu und so gibt's den 2. Zwischenstopp bei 7:16. Nach einem perfekten Volleyballspiel zwischen den beiden Teams liefert Landfahrer einen sensationellen Angriff auf den Kärntner Dreierblock und korrigiert auf 11:18. Bei 16:24 dann der erste Satzball für die Kärntner. Der geht aber ins Netz, so auch Satzball Nummer 2 und das heißt 17:25 für die Gäste. Mit einem 1:1 Satzausgleich geht es in die 3. Runde. Da zeigt der VCA mehr Selbstbewusstsein und versucht beherzt den zu Beginn herausgespielten Vorsprung der Kärntner zu minimieren. Das Ergebnis lässt sich sehen. Bei 12:16 geht es in die 2. technische Auszeit. Wie in Satz 2 setzen die Kärntner den ersten Satzball bei 16:24 und verwandeln ihn dieses Mal prompt zum 16:25. In ähnlicher Manier geht es auch nach der 3. Pause weiter. Amstetten kann sich nur sehr schwer behaupten und ist zur 1. technischen Auszeit bereits 4 Punkte hinten. Vom gegnerischen Block entschärft, scheitert fast jeder Angriff der Gastgeber. Das Zwischenergebnis 8:16. Leider kann der VCA die überlegene Spielstärke der Kärntner nicht brechen und so spielt auch in Satz 4 der Gegner am Ende um den Satzball und holt ihn sich bei 15:25. Naja, im Volleyball alles anfängt vom guten Service. Und im ersten Satz, wir serviert wirklich gut. Das war die einem Rezept für den Erfolg. Und ja, im zweiten, dritten und vierten Satz, der Gegner war wirklich, wirklich stark mit Sprungservice. Und leider haben wir gefunden keine Antwort für diesen Service. Ja, es waren auf jeden Fall die Gegner. Also im ersten Satz waren sie, glaube ich, ziemlich nervös. Und dann haben sie gut auf uns eingestellt und haben das sehr gut gemacht. Aus taktischen Gründen hat Trainer Igor Simoncic seine Mannschaft in dieser Partie mit den Youngsters wie Jan Zaller bestückt. Letztes Jahr habe ich nur in der 2. Bundesliga gespielt und dieses Jahr bin ich das erste Jahr dabei. Und mir taugt es sehr, werde sehr gut aufgenommen von der Mannschaft. Und heute habe ich auch spielen dürfen, hat mich sehr gefreut. Wir haben heute im Plan, alle Spiele zu spielen, weil am Sonntag schon wieder haben wir Cup-Spiel gegen Eichtop. Was ist für uns sicher ein wichtigeres Spiel wie heute. Und ich denke, alle Spiele nutzen seine Chance beim Feld heute. Um 4 Punkte baut damit Eichtob in der AVL-Tabelle den Vorsprung aus.